Servus Leute, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Ich habe jetzt offscreen, ich habe jetzt erstmal Toast gegessen. Ah, Toast ist so lecker, den könnte ich ewig essen. Ich habe offscreen die ganze Zeit Stella losgeschickt, die gerade noch unterwegs ist. Stella hat Zeug gefunden und ja, es wurden hier Dungeons, einmal der alte Zug und einmal das hier freigeschalten. Außerdem, wo ist das Plan? Hier zeigt er, nee, das da. Schön, dass ich einen Plan für einen Dungeon habe, aber den Dungeon noch gar nicht besitze. Also sprich, dass ich den Dungeon ändern kann, wie auch immer. So, ich werde jetzt hier erstmal safen. Ich wollte eigentlich weiter offscreen rumrennen und Zeug sammeln. Weil ja, ich weiß, dann überlevel ich, aber ganz im Ernst, das mit Leveln ist hier weniger das Problem. Denn ich will hier eher möglichst viel entdecken, denn ganz im Ernst, mit zwei so overpowerte Figuren wie Kay und Histoire, da ist das mit Leveln auch nicht so eine Sache. Gut. Aha. Was war denn das denn jetzt? Einfach nur Zugang gucken? Moment, was habe ich denn jetzt bekommen? Ah, das da. Okay, gegen Gift. Und das. Ne, das habe ich von den Gegnern bekommen. Badland HP, okay. Ah, das da will ich mir auch angucken. Mhm. Sieht echt aus wie in Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Was? Irgendwie renne ich nur mit diesem Team rum. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Weil irgendwie mag ich die. Impulse Edge. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich schon lange hier Skills und so weiter ändern. Ah! Ja, du hast schlechte Karten, weil deine Dinger gebe ich immer aus. Keine Ahnung, warum die SP sich nicht auffüllen. Oh, Healing Circle. Nicht schlecht. Hier. Ah, ich habe ihn schon gesehen. Ja, ich kämpfe hier gegen die ganzen Gegner, weil... Ja, 80 Mal. Stay out of battle. Ah, verdammt, ich wollte eigentlich zeigen, weil ich habe da bei Histoires Angriffen etwas geändert. Ah, ich komme nicht ran. Na, warte. Ich mag diesen Spruch. Also von 5 BP grad. Ich weiß echt nicht, wie ich sie nennen soll. Ich kann sie ihr nicht mal einen Spitznamen geben. Moment, jetzt maler Angriff und da sieht man schon Extension. Ist einfach mächtig. Boom. Zermatschen! So übel. Mit der Gitarre einfach zermatscht werden. Level up. Ich könnte auch hier hoch. Da ist ein Plan. Den will ich haben. Oh, zwei Pläne. Oder Items. Die andere. Mhm. Hero Drink. Aha. Irgendwo da. Ja, ich weiß, das Ding lässt Items fallen. Umso besser. Ah, da ist schon der nächste Block von meiner Schnauze. Hier ist nix.
Hallo. Ist dies niedlich. Wie kann Neppir so auf den Zünder gehen? Okay, noch zwei Kanickels. Vielleicht ist da wieder so ein Boss-Kanickel wie im ersten Teil. Ja, der Giftstich gefällt mir besser. Boom. Da ist noch irgendeiner. Da. Come and get me. Du musst immer so das Maul aufreißen. Was? Einmal hat verfehlt. Boom, Gitarrenschlag. Das sind noch mehr Kanickel. Ich muss da ja nicht jedes einzelne Kanickel platt machen. Oh, noch ein Block. Ich dachte, ein Dungeon hätte nur drei Blöcke. Der hätte jetzt schon vier. Das heißt, ich darf mich... Was ist das denn? Das heißt, ich darf mich nicht darauf verlassen. Plan. Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Ja, das da. Quizplankapazität. Ach so! Das heißt, ich kann jetzt mehr Pläne herstellen. Ah. Das da hätte ich gern, aber ich habe keine Ahnung, wo ich Cell-Antennen herbekomme. Haha! Wer ist denn da vorn? Ein Boss. Shapur. Wie auch immer. So, jetzt will ich mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Boah. Der Hase ist fast tot. Von wegen gefährlich. Ja, vergiftet, noch geiler. Toll, erstmal verfehlen alles. So, jetzt bist du fällig, du Kanickel. Ich verfehle alles. Oh, Kanickel. Random Encounters, okay. Voice Actor. Ah! Mein Angriff hat nicht gezählt. Stella ist da. Lasst mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Stella hat überlebt und ich werde euch platt machen. Nee, ja, doch platt machen auch. Aber ich will gucken, was Stella so eingesackelt hat. So, gut. Gut, der ist auch weg. So, du musst jetzt beide killen. Metall-Dogo? Wow. Ja, ja. Das kann ich später immer noch nachgucken, was die alles so drauf haben. Oh. Wo kommen die ganzen Dinger her? Boah, eine ganze Armee. Okay. Sonst nichts mehr? Nur der Hase da? Musst du dein Maul schon wieder so aufreißen? Boah, die Metalldogos sind ja übel. Der ist weg. Der auch. Ob ich den Metalldogo vernichten kann? Wenn ich ihn treffen würde. Wow, du kriegst ja nichts hin. Danke. Metalljelly. Einmal das, einmal das. War es das jetzt? Aber ich glaube, ich habe keine Jackbutton eingekauft, oder? Nee. Verdammt, hab's vergessen. Wobei, nicht vergessen, ich glaube, den kann ich gar nicht kaufen. Da war ja was. Soll ich eben schnell raus? Auf eine andere Art und Weise. Hier sind lauter Super Mario Blöcke. Nein! Haut ab, ihr Kanickel! Kommt mir nicht zu nahe. Da ist noch so ein Block. Und noch einer. Gab's jetzt fünf Blöcke? Ja, Tatsache, fünf Blöcke. Krass.
Nein, hau ab, Kanickel. Toll, 10 Minuten in diesen Dungeon umgeguckt. Aber egal. Macht ja nichts. Wie sieht's aus, Stella? Hast du irgendwas gefunden? Ja, eine gute Rüstung anscheinend. Was für mich. Coco Jelly. Ja. Was ist das denn? Ah! Newbie Hunter. Hat sich mir angeschlossen. Fewer Enemies. Okay. Observation. Was heißt denn Observation? 63. 19. Wahrscheinlich heißt es, auf welchem Level die sind. Ich nehme mal die Katze. So, hier. Overpowered. Hust, hust. Das lasse ich. Ich habe schon wieder so einen Stein gefunden. 3 Millionen Steine. Moment. 49. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal all in. Quasi. Das kann jetzt was werden. Auch noch mit der Katze. Das war, glaube ich, doof von mir gerade. Okay. Old Train? Ist da was? Nö. Where are we going? Wie sieht's mit den Plänen aus? Warum hier Histoire? Das da kriege ich nicht frei. Weil ich diese Antennen da nicht habe. Change Dungeon. Ja, ich habe nur den Dungeon dafür nicht. Oh. Zekta Ruin 2. Okay, gucken wir mal, was sich jetzt geändert hat. Kämpfen wir dagegen. Irgendwie... Ah, ich komme nicht ran. Ah! Ich finde es blöd, dass die SP sich nicht aufladen, weil irgendwie K oder wie er slash sie, wie auch immer, heißt, hat nie SP. Lass mich ja in Ruhe. Nein, er ist rein in mich reingerannt. Du wolltest das nicht anders. Oh, komme ich nicht ran. Yay! Du freust dich ja gar nicht richtig. Hau ab. Lass mich hier in Ruhe. Ist hier irgendwas? Ah. Wo war es gerade da? Komm her! Okay. Tatsächlich immer nur dreimal. Oh. Hase! Von wegen, be careful, das ist nur ein Hase. So. Du hast kaum SP, also kämpfst du ganz normal. Oh, ich habe deinen Move versiegelt, wie geil. Au. Ja, ist gut. Fleischschild. Boah, Noah hat schon 20.000 Punkte Schaden bekommen. Ja, komm! Super, alles verfehlt. Autsch. So. Hase geköpft. So. Schlecht. Ich glaube, da war auch irgendwo noch einer.
Nein! Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich sollte Noah jetzt austauschen. Irgendwie nutze ich hier dieses Party nicht so oft. Irgendwie, es macht einfach viel zu sehr Spaß, mit Noah rumzurennen. So. Chikon. Achso, Verstärkung. Stärke und Vital, das könnte ich dir geben. Now, who to face? Let me defeat you. Ja? Ich glaube, ich habe es gebracht. Leave it to me. There. It's my turn. Wenn ich treffen würde. Jetzt muss ich nur draufhauen. X-Drive habe ich leider keinen. Deine Schläge sehen so aus, als ob sie keiner Fliege was zuleide tun könnten. Kanickel. Nee, lass mich in Ruhe, Kanickel. So. Dann ein paar Münzen, noch ein Kanickel. Was ist jetzt der Sinn hinter... Was ist jetzt der Sinn hinter all dem? Also was ich gemacht habe, ist einen Haufen Kanickelblatt gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, gut. Das ist Kanickelhausen. Nicht Hanselhausen. Na gut, dann hauen wir hier eben wieder ab. Vielleicht hat Stella was Interessantes gefunden in der Zwischenzeit. Nein! Nicht mehr in den Weg. Nicht mehr im Weg laufen. Doofes Kanickel. So. Noah ist wieder fit. Gut, das heißt, ich kann es wieder austauschen. Genau, Stella. I'm doing A-okay. Monster ist aufgetaucht. Ja, 33 von 100. Ja, das könnte etwas dauern. So, wie sieht's aus hier? Ich kann ja Sachen kaufen. 40.000 Credits? Ja, ich brauche aber 90.000, das ist das Problem an der Sache. Ja, ja. Habe ich noch irgendwelche Pläne? Aber eigentlich habe ich keine Lust mehr weiter aufzunehmen. Beziehungsweise eigentlich bin ich zu müde dafür. Healing Circle habe ich nicht. Fehlen Sonnenblumenkerne. Ich weiß aber, wo die sind. Okay, wieder zurück nach Planetune. Ey. Weil hier sind die Sonnenblumenkerne, das weiß ich. Die sind nämlich da. Also müssen sie eigentlich. Ich brauche eine Pflanze. Kräuter. Ich guck doch lieber mal nach, denn wenn ich jetzt irgendwas verbocke. Challenges, Dungeon Info, Monster. Wo sind die Pflanzen alle? Da. Jet Set Rage. Nein, ich bin hier falsch. Da. Oh, da muss ich. Moment, haben wir gleich. So. Hier? Boah, warum leckt das so komisch?
I go. My turn. So werde ich hier zum Glück schnell los. Komm, gib mir Sonnenblumenkerne. Nicht das. Sonnenblumenkerne. Wo ist denn die Pflanze? Nein, da hinten ist die Pflanze. Aber die da mache ich auch Platz. Vielleicht lässt die das auch fallen. Zack. Ja, Sonnenblumenkern. Perfekt. Am zweiten brauche ich noch. In 3 Turns. Perfekt. Das heißt, die kann ich abhauen. Und ich habe gemerkt, von den Dingern da, von diesen komischen Kastanien oder Austussverschnitt, was weiß ich, von denen habe ich das bekommen, was ich gebraucht habe, um weiterzukommen. Boah. Zermatscht. Vielleicht lässt das fallen? Nee. Aber von denen habe ich das jedenfalls bekommen. Dich mache ich noch platt. Vielleicht lässt du was fallen. Ich will es demonstrieren, also gib auf. Toll. Ihr gebt auch nicht das her, was ich brauche. Dich mache ich noch platt, vielleicht. Ey, komm her. Vielleicht lässt du ja noch ein paar Items fallen, die ich brauche. Mit der Gitarre, es ist so übel. Stell dir vor, ein Mädel kloppt euch mit einer Gitarre tot. So. Pläne. Perfekt. Mysteriöser roter Ball. Monochrom Style, Monochrom Jersey. Ne, dafür brauche ich die monochrome Klamotte. Habe ich aber nicht. Das da will ich. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das hier macht. Ganz im Ernst. Müsste ich mal gucken. Das ist keine Ahnung, aber es kostet viel, also. Ja, den Dungeon habe ich noch gar nicht. Wieder zurück nach der Station. Gut, beim nächsten Mal mache ich hier weiter. Aber ganz im Ernst, jetzt ist genug, weil ich bin müde. Es ist 23.58 Uhr, also. Ja, ich gehe gleich pennen, nicht hinlegen, wie auch immer. Das war Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.